So, da wären wir wieder zu einer weiteren Folge Oceanhorn. Und ehe wir ins Loch jetzt springen, habe ich gerade off-cam, kurz bevor ich die nächste Aufnahme gestartet habe, hier zwei Sachen entdeckt. Einmal Fische. Da kann man hier durchgehen, welche Fische man schon hat. Also wir hatten eine Blaufinne, wir hatten einen Sollfisch, wir hatten die beiden bisher nur. Und wir müssen noch Schmelzeobjekte 15 Mal mit dem Feuerzauber. Alles klar, dann machen wir das mal ganz schnell noch. Wir haben hier Gott sei Dank noch Vasen, also es ist halt gerade notwendig. Ich brauche die Entdeckerpunkte, weil die geben halt Upgrades, ne? Und da wäre nicht so geil. Außerdem habe ich da gerade noch was gesehen. Oh, ah, es langt. Es langt. Zupf, zupf, zupf. Mir Mana. Also entschuldige mir das gerade. Ich mache den Part dafür ein bisschen länger. Jetzt hier. Ja. Muss nur kurz auf die Uhr schauen und dann kriegen wir das schon hin. Nicht genügend Mana. Aber ich sehe doch da hinten Vasen. 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 Schmelzen wir mal das hier. Und da haben wir sogar schon. Sehr schön. Trophäe verdient. Feuerlauf und den Erfolg im Spiel. Sehr geil. Ich bin gespannt, ob ich. Naja. Platin werden wir nicht haben, wenn wir es durch haben, weil es gibt eine Trophäe, da muss man jeden Fisch einmal fangen. Das wird lustig. Und eine Sache versuchen wir gerade noch. Versuchen wir, wenn wir schon mal da sind. Ich könnte da runter, oder? Nein, kann ich? In der. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ist also nicht gewollt. So, jetzt gehen wir ins Loch. War ja tief. Ah, Fußpalast. Neuer Gegenstand, sehr gut. Was haben wir denn? Stiefel! Du hast die Grabenstiefel gefunden. Springe nun über schmale Vorsprünge oder weiche Angriffe aus. Als wäre es nicht mit normalen Stiefeln auch gegangen. Okay, wie funktioniert das jetzt? Das hört sich eher an wie so eine Kopfnuss, die man da gibt. Ja, zack, 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 zack. Erpiss dich! Willst du mich gerade ärgern? Komm her! Also haben wir sie alle bekommen. Okay. Das erklärt jetzt allerdings. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, über so Vorsprünge zu hupfen, ja. Schön, jetzt müsste ich mich nur noch daran erinnern, wo überall solche Vorsprünge waren. Ich weiß, auf Tikarell und auf der ersten Insel da vom Eremiten müsste ja. Warte, wie? Was jetzt echt? Man muss sich fucking einfrieren lassen? Nein, oder? Alter, ist ja. Das ist ja mal hier. Das ist ja mal frech. Um eine Schatztruhe zum Vorschein zu bringen, musst du an der kältesten Stelle des Drachenatems stehen. Nehme Schaden für einen Preis und es ist sogar zwingend notwendig. Verarsch mich doch nicht. Na, das ist ja mal geil. Nehme Schaden, um voranzukommen. Was haben wir denn da auf dem Boden? Was ist denn das? Warte. Nee, das ist nichts, weil da oben ist es ja auch. Nee, da ist nichts. Da ist nichts. Aber. Schwupp. Was? Ablegen. Vorsicht.
Ach so, okay, es ist ein einmaliges Ding. Alles klar. Nein! Nein! Muss ich da überhaupt hin? Und wenn ja, was bringt mir das denn? Also nochmal. Nein! Ah! Wenn ich nur loslaufen können, wie dieser scheiß Eisatem da nicht wäre. Hab's geschafft. Okay, und jetzt? Zufällig nein, oder? Nein. Nein? Nein. Aha. Okay, dann halt nicht. Dann. Ja, ist recht. Würde ich mir wohl von oben drauf kloppen lassen müssen. Gehe ich mal von aus. Ja, dann schauen wir mal weiter. So, Moment, kurz gucken, ja, funktioniert das. Ich muss jetzt meinen Schlüssel verschwenden für den Rückweg. Ist ja geil. Aha. Ich kann ja froh sein, dass ich den Schlüssel dann. Ja. Ich habe immer noch keinen Master-Schlüssel. Oh, du bist neu. Hi. Danke für das Auftauen. Dafür gibt es einen Laden für dich. Geil. Nicht so geil. Uncool. Okay. Okay. Fassen wir. Nein, ich will nicht mit dir reden. Fassen wir mal zusammen. Ich kann jetzt springen. Ich kann springen. Schön. Ich kann springen. Kann ich? Kann ich nicht mehr. Ja. Ey! Ich wollte, Moment, ich wollte doch hier nicht den Pfeil und Bogen zücken. Ich wollte. Grabenstiefel. Ach, dann kann man jetzt hier so eine Dark Souls-Rolle. Ja, ist ja cool. Aha. Ah, ich hab's. Mann. Das bringt mich jetzt aber kein Stück weiter. Mann, toll, dass ich das Ding da jetzt habe. Ja. Jetzt wird's unschön. Na komm. Bitte, man kann nicht vom Beckenrand aus reinspringen. Ach, was soll das denn? Aha. Ey. Jetzt mal nicht ungemütlich. Weh, au. Ich werde dir sowas von die Scheiße aus deinem Leib prügeln. Komm her. Das will ich haben, danke. Ah. Warte. So, zack. 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 Warum? Warum? Ja, ich habe schon gesehen, warum. Ernsthaft, Junge, die kostet springen so viel aus, Alter. Was ist denn mit dir nicht richtig? So. Jetzt dann da entlang. Dann müsste es eigentlich hinhauen, hoffe ich. Wenn er jetzt nicht wieder einen Anflug von ich muss rollen hat. Oder? Komm. Sei cool. Danke. Sehr cool. Jawohl. Und was haben wir da drin? Was Gutes? Den Master Key. Sehr gut. Generalschlüssel. Ja, genau so heißt das Ding ja hier. So heißt es hier. Jetzt brauchen wir. Ja,
Entschuldigung, ich verklick mich da immer. Eine Bombe. Na! Gerade erst gewählt und schon wieder vertan. Ich könnte das Zeug auch einfach durchschalten, ne? Das wär doch mal so eine Idee. Ja, hier ist doch nichts. Also ich meine, klar, ich werde hier eine Bombe legen, aber... Eine Bombe um des Bombens willen. Ich guck mal hier... Oh, da geht's halt wieder rein, aber da waren wir ja schon. Gut. Gut, gut. Komm, schnell. Stacheln, danke. Ich müsste mal wieder ein bisschen mehr Schätze finden hier, weil ich muss noch Geld ausgeben im Laden. So, dann gehen wir da mal rein. Was denn hier los? Ja, jetzt kommt Bosskampf, oder? Natürlich kommt Bosskampf. Master Key. König Anglers Mausoleum. Hi. Guck mal, da hat ein Triforce. Nur anders. Und das ist die Prinzessin, vermutlich. Schauen wir uns mal um. Sieht nach Rätseln aus. Haben wir hier? Können wir hier was runterschieben? Können wir Sachen spazieren schieben? Warte mal. Ich bringe das schon mal alles in Position. Okay. Mehr Geld. Okay. Dann müssen wir da wohl auf jeden Fall springen. Jetzt taue ich erstmal die Alde da auf. So. Da stöhnen die erstmal richtig lasziv. Ich glaub's ja nicht. Natürlich ist er ein Bossgegner. Ja, Hitbox. Okay. Toter König Angler. Verfluchte Leiche. Yay. Angler, aber er kann natürlich einen Laser beamen. Das ist natürlich schon mal schön. Oh, 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 oh. Yay. Angler, wärst du mal so nett, da wieder reinzufliegen? Danke, du Dummkopf. Da! Oh, sehr gut. Du bist gerade aber so richtig in der Fluchbahn. Hallo? Möchte der vielleicht tendenziell schaden? Au. Ich sehe nix. Möchte der vielleicht mal Schaden nehmen von sowas, wenn ich mir schon die Mühe mache? Ja, Unsinn, Vasen. Okay, ich sollte mir den Arsch da runterschwingen. Aber zunächst brauchen wir erstmal das wichtigere Mana. Ja, sehr gut. Wir haben Mana. Kann ich ihn auch direkt anzünden? Kann ich nicht. Naja, war ja klar. Aua. Nein. Komm, Spiel rein.
Ja, danke. Oh. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert. Down. Puh. Princess Finn, you are safe. Do not worry for the dead, or they will drag you down to their graves with them. This was not King Angler. His Royal Highness is the King of the Deep Gorge now. This young champion saved me? You shall be rewarded. You can have anything that is in my power to give. What? You need Emblem of Ocean to slay Oceanhorn. Oceanhorn is a demon that has obsessed our kingdom for the past 1,000 years. It is a horrible monster born from the same darkness that cursed you. I shall give the Emblem of Ocean to your care, young one. If you broke the nightmare that bound me for 1,000 years, surely you can defeat this monster. Jawohl. So muss das laufen. Da haben wir dieses Triforce, das nicht ganz ein Triforce ist und nee, egal. Sobald Oceanhorn fort ist, können wir damit beginnen, gemeinsam mit dem Arkadien eine bessere Welt zu errichten. Hör zu, meine Leute sagten mir, dass gewöhnliche Waffen Oceanhorn nichts anhaben können. Du brauchst den Korallensäbel, der einst für Zorn, dem Mutigen, geschmiedet wurde und mit dem er Sea-Log besiegte. Er hat die Stärke von 1000 Stürmen und kann alles zerteilen. Niemand weiß, wo er ist. Die Kiemenmenschen suchten nach dem Sieg über Sea-Log danach, kamen aber mit leeren Händen zurück. Wir glauben, er ist irgendwo an Land. Du solltest dich Oceanhorn nicht ohne den Korallensäbel stellen. Ja, werde ich tun. Alter Kiemenmon. Sobald Oceanhorn besiegt ist, beginnen wir mit dem Wiederaufbau unseres Königreichs. Unter der Herrschaft von Königin Finn ist alles möglich. Ah ja. Ich bin dir auf ewig dankbar, dass du mein Volk gerettet hast. Ja, das kennen wir ja dann schon. Gibt es hier bei eurem Kraut auch was, das einem hilft? Hey! Ja, sowas hier zum Beispiel meine ich genau. Meine Reden. Gott. Jetzt wirst du mit Mana zugeschissen, was du es nicht mehr brauchst. Okay. Dann werden wir mal eine Sache noch schnell tun. Eine ganz wichtige Sache. Ich muss das nur noch mal kurz im Kopf zusammengramschen, wo das war. Da gehen wir mal ganz schnell noch hin. War das hier? Hier hoch, da entlang, dann da hoch. Ja. So. Dann hier. Da hoch. Da kommt die gleich so ein Spuckerfitze, genau. Ja, so Hölle mit dir.
So, kommt hier noch so eine? Okay. Das ist gerade nämlich sehr, sehr wichtig. Was ich jetzt mache. Das ist natürlich schon sehr praktisch. Ich will das da drüben. So. Da hat immer noch sein Senfglas rumstehen. Okay. Ich denke, ich muss wieder da hoch. Das kriegen wir schon noch schnell hin. Hier entlang, genau. Dann hier. Ach komm, du kannst dich da nicht runterdroppen lassen. Ach bitte. Ja, wie war das dann nochmal? Das kriegen wir schon gebacken. Jetzt würde ich gleich vermutlich von so einem schwimmenden Sack angeschossen. Hat sogar noch Geld gedroppt, wie schön. So. Sind wir schon wieder bei 400 Münzen, sehr cool. Hier hoch war das, genau. Ich glaube hier entlang. Dann da. Hier mal dran drehen und dann. Nee. Ja gut, jetzt haben wir ein Problem, ne? Jetzt haben wir ein Problem. Nein, haben wir natürlich nicht. Das ist natürlich sehr praktisch. Haha, du hast ein Herzfragment gefunden. Hast du 4, erhältst ein weiteres Herz. Wie viel haben wir denn? 2. 2. So, jetzt gehen wir wieder. Jetzt bin ich zufrieden. Ich glaube, damit ist dann auch diese Folge langsam lang genug. Ich bin ja mal gespannt, ob wir jetzt einen Hinweis bekommen, weil es nächstes hin müssen, oder ob das Spiel jetzt einfach sagt hier so, ja, pass auf. Du hast jetzt die Hupfstiefel. Jetzt kannst du über Abgründe springen. Jetzt find mal den restlichen Scheiß gar alleine raus. Und wo dein Schwert ist, ja, dann, ne, dann viel Spaß dabei. Ich hoffe es nicht. Aua. Hör auf. Naja, wir werden es ja sehen. Dann nehme ich euch jetzt noch kurz mit zurück. Ansonsten haben wir einen Haufen Zeug jetzt zu erkunden. Weil wenn man da wirklich jetzt alles abgrasen muss, hier mit den Sprungstiefeln. Dann... Viel Spaß, sag ich da mal nur. Ich frage mich ja, wo das irgendwie gehen soll hier mit Blocke so und so viel Angriffe, weil es geht ja nicht mehr, wieso. Oh, die Prinzessin ist weg. Er hat uns alleine gelassen. Naja gut, dann sei mal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge Oceanhorn. Bis denn dann, tschaußen.